Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir als Einstieg durchaus auch nochmal diese fundamentalen Dinge, die am Anfang da angesprochen worden sind, auch nochmal uns ansehen. Und insbesondere dann auch auf die Frage kommen, wie definiert sich eine Postwachstumsgesellschaft, und dann von dieser theoretischen Frage eben zu dem Konkreten kommen, wie könnte ein Leben in einer Postwachstumsgesellschaft aussehen und was muss sich dafür alles ändern. Wir haben das nicht geübt, wie das funktioniert mit dem Wechsel der entsprechenden Folien, aber ich gehe davon aus, dass wir das gut hinkriegen. Was da immer so blau strahlt, ist die Erinnerung daran, dass wir dieses Buch Postwachstumsgesellschaft geschrieben haben, auf den auch dieser Vortrag aufbaut. Und wer nachher Lust hat, das kann man auch rumgehen, sich das nochmal ein bisschen mehr in Ruhe und im Detail anzugucken, kann ja auch mal in dieses Buch reingucken. Okay. Ich möchte eigentlich etwas ungewöhnlich anfangen, und zwar, bevor ich jetzt zu der Kritik am Wirtschaftswachstum komme, möchte ich was Positives zum Wirtschaftswachstum sagen, damit man das auch im Hintergrund hat. Das Wachstum hat nämlich in Deutschland und in den westlichen Industriestaaten durchaus positive Auswirkungen gehabt auf den materiellen, individuellen Wohlstand, aber auch auf den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. Wenn man an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg denkt, da ist mit Wachstum sehr viel geschaffen worden an neuen Straßen, Eisenbahnlinien, öffentlichen Einrichtungen. Das Bildungswesen ist ausgebaut worden, auch dank dieses wirtschaftlichen Fortschritts. Die Gesundheit ist gesteigert worden, die Kultur konnte aufleben, wir haben die Verkehrsbedingungen verbessern können. Also kurz, wir sind gesünder geworden, leben länger und haben viel mehr Lebensmöglichkeiten als vor 50 Jahren. Das hängt durchaus eben auch mit diesem zunehmenden materiellen Wohlstand zusammen. Das sollte man nicht ganz abtun, denn dieser Gesichtspunkt ist dann auch wichtig, wenn man überlegt, ob andere Länder Wohlstand brauchen, und die Frage, ob wir nicht mit diesem Wohlstand, den wir jetzt erreicht haben, durchaus sagen könnten, jetzt ist es auch mal genug, denn genug ist sozusagen das Pendant zu dem Ausdruck Suffizienz, auch mal zu sagen, es muss nicht immer alles weiter wachsen. Also zum einen hat dieses Wirtschaftswachstum durchaus positive Effekte gehabt, aber die Frage ist eben jetzt für uns im Jahre 2012 spätestens, lässt sich weiteres Wirtschaftswachstum in Industriestaaten wie die Bundesrepublik Deutschland fortsetzen? Und diese Frage kann man aus vielen unterschiedlichen Gründen stellen, zum einen aber und ganz wesentlich aus einem ökologischen Grund, denn ein weiteres Wachstum führt zu einem weiteren Verbrauch an Energie und Ressourcen in unterschiedlichster Art. Kupfer bis Coltan, in allen Bereichen steigt der Ressourcenverbrauch, und nicht nur der Ressourcenverbrauch, der häufig im Mittelpunkt steht. Es gibt auch einen weiteren Verbrauch von Flächen für Gewerbe, Straßen und Wohnungen, und gleichzeitig ist damit verbunden auch ein erhöhter Ausstoß an Schadstoffen, der dann eben auch zur Klimaerwärmung führt, und eine Verringerung der Artenvielfalt. Also das sind ganz grob die negativen Effekte. Und die andere Frage, die man sich eben auch stellen muss, geht denn das überhaupt in einem Industrieland wie der Bundesrepublik, in allen Industriestaaten ein weiteres Wachstum der Wirtschaft zu haben und gleichzeitig ein Wachstum in den Entwicklungsländern und Schwellenländern, die dieses Wachstum ja dringend brauchen, um Armut zu beseitigen, um zu besseren Gesundheitsbedingungen zu kommen. Passt das zusammen? Und denn diese wirtschaftliche Entwicklung in den Entwicklungsländern und Schwellenländern braucht ja seinerseits Energie und Rohstoffe und verursacht seinerseits einen Ausstoß von Klimagasen, sodass es deutlich ist,
Das ist alles erstmal Vorrede. Alles, okay. Das ist nur so zur Einsortierung. Also diese Entwicklungs- und Schwellenländer brauchen für ihre wirtschaftliche Entwicklung Ressourcen, verursachen Schadstoffemissionen. Und wenn wir aber sagen oder erkennen, dass es ökologische Grenzen der Belastbarkeit gibt, dass es Grenzen der Ressourcenverfügbarkeit gibt, dass es nur einen Planeten gibt, dann müssen wir diese Ressourcen und diese Aufnahmekapazität der Erde anders aufteilen als bisher, wo im 20% der Weltbevölkerung 80% der Ressourcen und 80% der Emissionen verursacht. Und von daher die klare Herausforderung, wenn wir Nachhaltigkeit ernst nehmen, dass wir in den Industriestaaten massiv reduzieren müssen, CO2-Emissionen ca. 95%, damit eben Länder, die noch eine wirtschaftliche Entwicklung dringend brauchen, den Raum für diese Entwicklung haben. Und damit sind wir gleich bei dem Schlüsselthema. Im Jahr von Rio, kann man sich ja daran erinnern, vor 20 Jahren ist ja der Begriff der nachhaltigen Entwicklung geprägt worden, mit der Zielsetzung, gleichzeitig eine Entwicklung zu haben, die Armut beseitigt und die die Grenzen der Ressourcenverfügbarkeit und die ökologischen Grenzen insgesamt respektiert. Das war das Programm von Rio, das ja jetzt auch bei der Konferenz, die im Sommer 20 Jahre nach Rio wieder stattfinden wird, wieder präsent ist. Wenn man sich jetzt 20 Jahre nach Rio ansieht, was denn diese Konferenz gebracht hat im Hinblick auf die Einhaltung der ökologischen Grenzen, im Hinblick auf den Klimawandel, auf den Verlust von Artenvielfalt, auf die Beseitigung der Armut, dann muss man sagen, dass die Ergebnisse negativ sind. Es hat sich in Einzelbereichen ein bisschen was getan. In einigen Ländern gibt es, auch in den Schwellenländern gibt es Fortschritte, aber im Großen und Ganzen hat dieser große Aufbruch vor 20 Jahren nicht dazu geführt, dass die Weltwirtschaft insgesamt den Klimawandel stoppen konnte, den Verlust von Artenvielfalt stoppen konnte und wesentliche Fortschritte zur Beseitigung des Hungers unternehmen konnte. Und ich denke, dass dies damit zusammenhängt, dass Nachhaltigkeit ein sehr vager Begriff war und dass wir eigentlich zwei Programme haben seit dieser Konferenz 92. Zum einen die Forderung und das Programm Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite läuft sozusagen parallel das Programm Wachstum, weiteres Wachstum. Und in der Politik wird so getan, als wenn diese beiden Programme ganz wunderbar zusammenpassen und es wird zum nachhaltigen Wachstum einfach verbal, semantisch zusammengespannt. Und mit diesem Slogan nachhaltiges Wachstum wird aber verschleiert, dass im Zweifel, wenn wir Interessen haben wirtschaftlicher Art und ökologischer Art, eben nicht die ökologischen Grenzen, die Priorität setzen, nicht tatsächlich respektiert werden, sondern die Priorität eben beim Wirtschaftswachstum liegt. Und meine Erfahrung ist eben auch, und deswegen auch dieses Buch, dass dieses Programm der Nachhaltigkeit vor 20 Jahren mit viel Elan gestartet ist, dass man damals wirklich Hoffnungen darauf gesetzt hat, dass die Menschheit eingesehen hat, dass es keine weitere Ausbeutung der natürlichen Ressourcen geben darf, dass diese Grenzen respektiert werden, dass sich aber innerhalb dieser 20 Jahre gezeigt hat, dass dies im Wesentlichen Lippenbekenntnisse, Schönwetterreden gewesen sind und sobald es zu einem Konflikt mit dem Wirtschaftswachstum gekommen ist, das Wirtschaftswachstum Vorrang gehabt hat. Und von daher meine Überlegung sozusagen aus einer ökologischen Sicht. Wenn wir mit unseren ökologischen Argumenten für den Klimawandel, für den Erhalt einer Streuobstwiese in Auseinandersetzung mit einer Gewerbeansiedlung wirklich durchsetzungsstark werden wollen, dann müssen wir dieses Dogma des Wirtschaftswachstums angehen. Und das müssen wir sozusagen in
in zweierlei Hinsicht, oder wir müssen mit dieser Wachstumskritik noch etwas anderes verbinden. Die Wachstumskritik ist ja etwas, was schon eine lange Tradition hat, angefangen von den Grenzen des Wachstums. Diese Kritik muss man immer wieder verbreitern. Sie ist immer noch, auch wenn sie in den letzten Jahren durchaus auch mehr öffentliche Resonanz gefunden hat. Man muss auf der anderen Seite diese Wachstumskritik verbinden damit, dass man Konzepte entwickelt, Vorstellungen entwickelt, Ideen entwickelt, wie denn eine Wirtschaft und Gesellschaft ohne Wachstum auskommen können. Denn mit der Wachstumskritik alleine ist es nicht getan, selbst wenn man einsieht, dass es so nicht weitergehen kann, wenn man dieses Modell weltweit überträgt. Dann weiß man ja immer noch nicht, wie könnte es denn anders laufen? Wie könnten Alternativen ohne Wachstum aussehen? Und das ist meine Überzeugung, dass man eben auf der einen Seite diese Wachstumskritik vertiefen muss, verbreitern muss und auf der anderen Seite überlegen muss, wie eine Postwachstumsgesellschaft aussehen kann. Und drittens, und das wird dann auch der Teil sein, worüber wir dann wohl mehr noch diskutieren werden, was kann man praktisch schon tun und Entwicklungen anstoßen, die in Richtung einer Postwachstumsgesellschaft gehen und die Sand im Getriebe der Wachstumsökonomie sind. So, und jetzt können wir ganz kurz, jetzt fangen wir bei dem Bruttoinlandsprodukt an. Die Frage ist beantwortet. Das Bruttoinlandsprodukt ist der Maßstab wirtschaftlicher Leistung und er wird eben sehr häufig auch als gesellschaftlicher Wohlstand interpretiert. Und konkret ist es der Wert der Leistung einer Volkswirtschaft und das heißt der Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen pro Jahr, die über den Markt gehandelt werden. Dieser Halbsatz ist nicht dabei, der ist aber zentral wichtig. Also eben nicht die Pflege des kranken Kindes, ist nicht im Bruttoinlandsprodukt, aber der Arzt, der sich um den Autounfall Menschen da kümmert, der ist sehr wohl drin. Die Frage, das nächste, weshalb wir und in der jüngeren Generation ist es wahrscheinlich noch mehr so denken, Wirtschaftswachstum hat es immer gegeben, gehört dazu, ist nahezu selbstverständlich, ist sozusagen natürlich, dass sich das so festgesetzt hat, kommt eben daher, dass wenn wir diese zeitliche Entwicklung uns ansehen, dass seit dem Zweiten Weltkrieg nahezu ein unbegrenztes Wirtschaftswachstum in Mitteleuropa, jetzt ist Deutschland, Österreich, Schweiz, haben und wir von daher die Vorstellung haben, es muss allen immer besser gehen, es muss immer mehr Einkommen geben, wir müssen immer mehr staatliche Mittel zur Verfügung haben. Also von daher hat sich das so ein bisschen in das kollektive Gedächtnis auch eingebrannt. Dann nochmal ganz kurz zur Kritik am Bruttoinlandsprodukt. Wohlfahrtsschädliche Leistungen sind im Bruttoinlandsprodukt enthalten, also eben der Unfall, der dazu führt, dass die Autoreparaturwerkstatt was zu tun bekommt und der Chirurg, der mich wieder zusammenflickt. Also das ist positiv im Bruttoinlandsprodukt drinnen. Nicht im Bruttoinlandsprodukt drinnen ist das, was an Ressourcen verzehrt wird, um all diese Bücher zu produzieren. Also die Abnahme des Waldes ist nicht im Bruttoinlandsprodukt drinnen, aber der Verkaufspreis dieses Buches kostet 18 Euro. Dann sind diese wohlfahrtssteigernden Leistungen, die im Ehrenamt erbracht werden, in der Hausarbeit, in der Familienarbeit, nicht in diesem Maßstab drin. Und wenn man überlegt, wenn man diese Leistungen mal bewerten würde, also die Krankenpflege für das kranke Kind oder für die kranke Oma oder die Nachhilfe, die man gibt, wenn man das bewertet, und das hat das Statistische Bundesamt mal gemacht, dann kommt man zu einem Wert, der größer ist als das offizielle Bruttoinlandsprodukt. Aber es ist eben nicht im Blick, weil es nicht regelmäßig erfasst wird. Diese Erfassung war einmal vor 20 Jahren und wird, glaube ich, alle 20 Jahre gemacht, ist aber eben keine politische Größe, an der man sich ausrichtet, sondern der Blick geht nur auf das, was auf dem Markt erstellt wird. Und
Was weiteres, was nicht im Bruttoinlandsprodukt ist, wie die Bildungssituation aussieht, wie der soziale Zusammenhalt aussieht, wie die Verteilung dieses Bruttoinlandsprodukts aussieht, wie die Einkommensverteilung, wie die Vermögensverteilung aussieht, das wird in der Zahl nicht erfasst. Es wird dann zwar oft gesagt, wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner, aber nicht, wie ist es denn auf die verschiedenen Einwohner verteilt. Also das nochmal zur Kritik an diesem Maßstab. Und jetzt könnte man ja sagen, gut, wenn dieser Maßstab so viele Macken hat, dann können wir den ja irgendwie ein bisschen verändern. Und das ist jetzt auch die Aufgabe, die in dieser Enquete-Kommission Deutscher Bundestag Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität versucht wird. Weil diese Kritik, die ich da jetzt kurz vorgeführt habe, ja schon relativ alt ist, auch anerkannt ist, dass dieser Maßstab problematisch ist. Und dann könnte man ja überlegen, dass man diese wohlfahrtsschädlichen Effekte wie den Autounfall abzieht vom Bruttoinlandsprodukt, dass man die Hausarbeit dazuzählt und dass man so ein korrigierte Größe hat, die dann aber nichts mehr aussagt, weil sich dann der Unfall aufhebt mit der Pflegeleistung. Also es sagt mir dann auch letztlich nicht mehr viel aus. Von daher gibt es eine andere Richtung, die sagt, wir müssen noch andere Indikatoren zur Seite stellen, nämlich zum Beispiel einen Maßstab für die Einkommensverteilung oder die Lebensdauer, also noch andere Indikatoren daneben. Und ich denke, dass es wichtig ist, diese Diskussion um das Bruttoinlandsprodukt und dass es eben nicht als alleinige zentrale Größe so dasteht. Aber ich denke, dass diese Diskussion alleine nicht reichen wird, selbst dann nicht, wenn sich diese Enquete-Kommission tatsächlich einigen sollte. Und zwar deshalb, weil ich der Überzeugung bin, dass wir keinen Mangel haben an Indikatoren, sondern dass wir eben auf einen Indikator so sehr fixiert sind, weil wir auf diese materielle Produktion im Marktbereich fixiert sind. Wenn Sie sich ansehen, in der Volkswirtschaft, in den Sozialwissenschaften gibt es eine Latte von Indikatoren, die soziale Dinge abbilden, die die Einkommensverteilung abbilden, die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen aufzeigen. Also ganz viele Dinge, die aber trotzdem nicht das Gewicht dieses Bruttoinlandsprodukts haben. Und aus meiner Arbeit im Rat für nachhaltige Entwicklung kann ich eben auch sagen, dass wir ja eine Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung haben, die es jetzt seit 10 Jahren gibt. Am 17. April ist diese Strategie 10 Jahre alt geworden und gefeiert worden. Da gibt es 21 Ziele, ökonomische, ökologische und soziale Ziele. Und ein Ziel davon ist das Bruttoinlandsprodukt. Aber das wesentliche Ziel für die Politik ist das Bruttoinlandsprodukt. Und von daher reicht eine Strategie, ich finde diese Strategie nach wie vor sinnvoll, nur im Konfliktfall zwischen verschiedenen Zielen haben selbst bei einer ordentlichen Strategie mit sinnvollen Zielen die wirtschaftlichen Ziele die Oberhand. An einem Beispiel nur aufgezeigt, wenn wir Klimaschutz und Wachstum uns ansehen, dann gab es eine Auseinandersetzung bei der Einführung des Emissionshandels. Damals gab es einen Umweltminister Trittin und einen Wirtschaftsminister Clement. Und Trittin hatte einen Gesetzentwurf zum Emissionshandel vorgelegt. Und Herr Clement hat gesagt, also wie sehr er doch auch für den Klimawandel ist. Aber dieser Gesetzentwurf, der belastet die Industrie viel zu sehr und da muss man Ausnahmen machen für die CO2-intensive Industrie und dann muss man Ausnahmen machen für die Exportindustrie. Und es wurde also entsprechend durchlöchert, denn er sagte schließlich, so sehr ich für den Klimaschutz bin, er steht selbstverständlich unter Wachstumsvorbehalt. Und das ist sozusagen auf eine kurze Formel gebracht, weshalb andere Anliegen es eben so schwer haben, sich politisch durchzusetzen. Und von daher die Überlegung, dass man wirklich diese zentrale Größe der Wachstumsorientierung angehen muss.
Wirtschaftswachstum verursacht ökologische Probleme, verhindert die Lösung, hatte ich eben gesagt. Auf der anderen Seite, und das hilft bei der Kritik am Wachstum eben auch, dass all die Versprechungen, die mit Wirtschaftswachstum verbunden sind, nämlich, dass es uns allen besser geht und immer weiter besser geht, nicht eingehalten werden, weil Statistiken nämlich auch belegt haben, dass ab einem bestimmten Niveau an materiellem Wohlstand die Leute nicht glücklicher werden, wenn sie den dritten Fernseher haben und wenn das Auto noch einen Tick größer ist oder die Fernreise noch etwas weiter ist. Also psychisch löst die Menge an mehr materiellem Wohlstand eben nicht das aus, worauf das Ganze ja eigentlich zielt, Glück und Zufriedenheit. Und diese Untersuchungen sind ziemlich stichhaltig und sind in allen Industrieländern so durchgeführt worden. Wir haben auch mit einer Wachstumspolitik keine Vollbeschäftigung erreicht. Wir haben mit einer Wachstumspolitik auch keinen Ausgleich zwischen Arm und Reich erreicht. Im Gegenteil, die letzten 10, 15 Jahre ist die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergegangen, sowohl bei den Einkommen wie bei den Vermögen. Und es ist auch nicht so, wie immer gesagt wird, nur wenn wir ein ausreichendes Wachstum haben, können wir einen ausgeglichenen Staatshaushalt haben. Also von daher ist das eine, will nicht sagen eine Luftnummer, aber das Wirtschaftswachstum hat jedenfalls nicht diese Versprechungen erfüllt, heute nicht mehr erfüllt und ist eben nicht dieser Problemlöser für alle Probleme. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, nämlich ganz anders argumentiert, der Abschied vom Wachstum ist vorgezeichnet, weil es nämlich Sättigungsgrenzen gibt. Weil es schwierig ist, den Menschen immer wieder nahezulegen, dass man die Wohnungseinrichtung eben doch nach 5 Jahren spätestens wechseln muss und dass man wieder ein neues Auto braucht und dass man bei Computern und so, Spielzeug funktioniert es ja noch ganz gut, dass man immer wieder was Neues braucht. Aber ansonsten zeigt sich eben, dass es gewisse Sättigungsgrenzen gibt und das zeigt sich in abnehmenden Wachstumsraten in allen Industriestaaten. Der zweite Gesichtspunkt ist, noch mal ganz kurz nach vorne, dass das, wodurch das Wachstum bisher auch immer angeheizt worden ist, nämlich durch staatliche Konjunkturprogramme, in Zukunft eben auch nicht mehr gehen wird, weil eine weitere Verschuldung nicht möglich sein wird. Und ein dritter Gesichtspunkt, der dafür spricht, dass wir ohnehin damit uns auseinandersetzen müssen, dass wir weniger Wachstum haben, ist die demografische Entwicklung. Denn mit einem höheren Anteil von alter Bevölkerung wird es eben auch nicht mehr so einfach sein, den Konsum entsprechend anzuheizen, weil ältere Menschen nicht mehr so konsumfreudig sind wie jüngere. Also aus unterschiedlichen Gründen, selbst wenn man die ökologischen Bedenken nicht teilt, selbst wenn man die sozialen nicht teilt, muss man sich aller Voraussicht nach darauf einstellen, dass die Wachstumsraten geringer werden bzw. auch ausbleiben. Sodass man auch so argumentieren kann, bei Leuten, denen die Ökologie egal ist und die auch keine große soziale Ambitionen haben, es wird ohnehin zu einer Verringerung des Wachstums bzw. einem Ausbleiben des Wachstums in den Industriestaaten kommen. Also ist es doch klug, sich zumindest vorsichtshalber darauf einzustellen, selbst wenn man diese Kritik nicht teilt. Also aus der Überlegung, das ist eine mögliche, wahrscheinliche Entwicklung, also muss ich mich darauf einstellen, selbst wenn ich als Politiker sage, ich werde alles dran setzen, wieder auf den Wachstumspfad zu kommen. So ist es zumindest aus dem Vorsichtsprinzip vernünftig, mir auch Gedanken zu machen, was ist, wenn es dieses Wachstum eben nicht gibt. Und jetzt bei all dieser Kritik am Wachstum könnte man ja sagen, okay, jetzt werden zwei Lösungen gehandelt, wie man aus dem Dilemma mit dem Wachstum und insbesondere mit den ökologischen Problemen herauskommt. Und auch mit der Aufforderung, dass ja auch die Länder im Süden sich entwickeln müssen und Ressourcen brauchen. Da ist die eine Lösung, die derzeit hohe Konjunktur hat. Wir schaffen das alles mit einem grünen Wachstum, mit einer grünen Wirtschaft. Das wird auch die Devise bei der Rio-Konferenz sein. Wir müssen unsere Wirtschaft so umstrukturieren,
dass sie eben sehr viel effizienter ist, dass sie sehr viel weniger Ressourcen verbraucht, dass sie sehr viel weniger Schadstoffe emittiert. Wir müssen uns neue Produkte einfallen lassen. Die ganze Kreativität der Ingenieure müssen wir aktivieren, damit wir ein Wachstum haben, das eben absolut weniger Ressourcen verbraucht und eben gleichzeitig auch in Entwicklungs- und Schwellenländern praktiziert werden kann. Das ist ein hoher Anspruch und meine Überzeugung ist, dass das nicht funktionieren wird. Und die Erfahrungen bisher haben auch gezeigt, dass wir zwar hohe Effizienzsteigerungen durchaus in den Industriestaaten hatten, dass das aber zu einem Gutteil konterkariert wurde dadurch, dass Menschen mit dem spritsparenden Auto dann mehr in der Gegend rumfahren, dass sie sich den Kühlschrank, weil er so energieeffizient ist, dann zwei Nummern größer kaufen. Also von daher hat das menschliche Verhalten die Tendenz, all das, was an Effizienz in den Produkten drin ist, durch ein sozusagen unvernünftiges Verhalten wieder zu kompensieren. Das kann man vielleicht ein Stück weit in den Griff bekommen, aber das muss man dann auch tatsächlich bewusst machen, am Verhalten auch ansetzen und nicht nur am Produkt. Aber ich glaube, dass es, und das ist jetzt auf die lange Frist gesehen, dass es illusorisch ist zu glauben, dass man in einer begrenzten Welt mit begrenzten Ressourcen, mit einer Atmosphäre, die eben nur begrenzt Schadstoffe aufnehmen kann, einem Boden, der nur begrenzt Schadstoffe verträgt, zu einem unendlichen Wachstum kommen kann. Und von daher halte ich diese Überlegung zu einem grünen Wachstum auf lange Frist für eine Illusion und eigentlich ein Hinausschieben der Problematik, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass es Grenzen gibt und dass wir diese Grenzen einhalten müssen. Gut, also von daher sehe ich nicht, dass diese Green Economy auf Dauer eine Variante ist, die die Probleme lösen wird. Und dann gibt es eine andere Überlegung, dass man sagt, na gut, wenn das Wachstum so problematisch ist, dann hören wir doch einfach damit auf, machen wir keine Wachstumspolitik und dann ist ja vielleicht gut. Und da ist jetzt unsere Überlegung, dass wir eben realisieren müssen, dass unsere Wirtschaft und Gesellschaft, so wie sie heute funktioniert, auf diesem Wachstum, von dem wir ja in den letzten 60 Jahren ausgegangen sind, aufgebaut ist, sodass die Altersversorgung, die Gesundheitssysteme, das Bildungssystem davon ausgeht, dass wir immer mehr Geld zur Verfügung haben. Und dass es von daher nicht so einfach ist, einfach die Notbremse zu ziehen und zu sagen, na gut, dann eben kein weiteres Wachstum. Das würde eben bedeuten, dass es erhebliche Probleme innerhalb dieser Systeme gäbe mit zum Beispiel eben der Rentenversicherung. Und von daher die Aufforderung ist, diese Systeme, die zum Teil das Wachstum selber antreiben oder eben in ihrem Funktionieren davon abhängig sind, dass es Wachstum gibt, dass diese Bereiche so umgebaut werden müssen, dass sie eben weniger vom Wachstum abhängig sind beziehungsweise ohne Wachstum funktionieren können. Das sind also die Fragen. Und jetzt noch ganz kurz eine theoretische Zusammenfassung, was denn eine Postwachstumsgesellschaft kennzeichnet. Wir haben das, also das ist jetzt sozusagen freihändig von uns vor anderthalb Jahren mal so postuliert. Und das ist dann auch ein bisschen im Gegensatz zu der Eingangsquizfrage, ist eine Postwachstumsgesellschaft eine Gesellschaft ohne Wachstum? Wir haben es so definiert, dass eine Postwachstumsgesellschaft eine Gesellschaft ist, die nicht existenziell auf Wirtschaftswachstum angewiesen ist, wo Wirtschaftswachstum eben kein Imperativ, also kein Zwang ist und kein Selbstzweck und nicht das weiter dominierende Paradigma. Das heißt dann konkret, dass es in der Politik keine Politik zur Erhöhung dieses Wirtschaftswachstums gibt, dass die wachstumsabhängigen und wachstumstreibenden Bereiche so umgebaut werden, dass sie unabhängig vom Wachstum sind und dass vor allem diese ökologischen Grenzen eingehalten werden und die Priorität haben. Das heißt, diese ökologischen Grenzen sind das Wichtigste. Wenn es tatsächlich gelingt, mit all dem
organisatorischen und technischen Sachverstand, eine Wirtschaft so zu organisieren, dass sie innerhalb dieser Grenzen mit einem Wirtschaftswachstum funktionieren kann, was ich nicht glaube, aber was sein könnte oder in Übergangsphasen sein könnte, dann wäre das trotzdem noch in unserem Verständnis eine Postwachstumsgesellschaft. Das Wahrscheinlichere ist, dass wir zu geringeren Wachstumsraten kommen werden, aber auch das ist jetzt sozusagen unter großen Unsicherheiten, denn es kann ja sein, dass wir andere Indikatoren auch erfinden werden und daneben stellen werden, sodass ich jetzt eine Postwachstumsgesellschaft nicht so definieren würde, wie sie häufig auch definiert wird, dass wir ein Degrowth haben, also eine Abnahme dieses Bruttoinlandsprodukts, dass wir das anstreben sollten, sondern was wir anstreben müssen, ist eine Politik, in der dieses Wirtschaftswachstum nicht mehr Priorität hat. So, und diese Fragestellung, wie müssten unterschiedlich gesellschaftliche Bereiche umgebaut werden, aussehen, wenn sie eben nicht mehr auf Wachstum ausgerichtet sind und wenn sie nicht mehr von Wachstum abhängig sind, haben wir in verschiedenen Bereichen aufgezeigt. Wir haben da Forscher aus unterschiedlichen Bereichen gebeten, Beiträge zu machen. Und das sind eben diese einzelnen Kapitel. Ich möchte heute auf Arbeit, Konsum und Bildung kurz eingehen, weil wir das ja auch vorgesehen hatten für die Diskussion. Und möchte gerne mit dem Konsum anfangen und da auch schon versuchen, ein bisschen aufzuzeigen, wie diese unterschiedlichen Bereiche auch miteinander zusammenhängen, weil diese sektorale Betrachtung sozusagen für den Anfang gut ist, man aber nachher ja sehen muss, wie die Auswirkungen sind von dem einen Bereich auch in den anderen. Ökonomisches Wachstum wird sehr stark vom wachsenden Konsum angetrieben. Konsum ist wichtig, damit wir Wachstum haben. Und dieser wachsende Konsum wird ermöglicht durch das Zusammenspiel von globalen Ungleichheiten, billigen Ressourcen, Wettbewerb und technologischem Wandel. Das heißt, dieser wachsende Konsum mit diesen billigen Preisen ist auch deswegen nur möglich, weil wir diese globalen Ungleichheiten haben, weil diese T-Shirts eben in Mexiko und Vietnam zu Billigstlöhnen hergestellt werden. Sonst könnten wir uns diesen Textilkonsum zum Beispiel gar nicht leisten. Wir könnten uns ihn auch nicht leisten, wenn die Baumwolle nicht zu inakzeptablen Bedingungen in Kasachstan zum Beispiel hergestellt würde. Von daher kommt da vieles zusammen, was es uns ermöglicht, diesen hohen Konsum zu haben, der aber eben auf Kosten anderer geht. Und in einer Postwachstumsgesellschaft wird dieses eben nicht mehr möglich sein und deswegen wird das Wachstum des Konsums materieller Güter eingeschränkt werden. Und was auch nötig ist, soziale Ungleichheiten, sowohl national wie global, werden begrenzt werden müssen. Zum Beispiel eben durch bessere Arbeitsbedingungen in den Ländern des Südens und durch eine stärkere Entwicklung dort. Aber auch die Ungleichheiten national haben eine Bedeutung für den Konsum, denn diese großen Einkommensunterschiede in Gesellschaften wie der Bundesrepublik führen auch dazu, dass wir einen sehr hohen Anteil an statusgetriebenem Konsum haben. Also an den großen Autos, an den großen Häusern, die Flugreisen, das sind Statussymbole, die den Konsum anheizen und die ihn mehr anheizen in Gesellschaften, wo die Einkommensunterschiede sehr groß sind, als in eher ausgeglichenen sozial entspannteren Gesellschaften, wo dieses Konkurrenzdenken und sich dieses Profilieren mit materiellem Konsum auch zu Lasten anderer nicht so verbreitet ist. Von daher kommen hier dann sozusagen die ökologischen Gesichtspunkte und die sozialen Gesichtspunkte auch zusammen.
Und die Maßnahmen, um hier zu einer Begrenzung des Wachstums im Konsum zu kommen, sind Maßnahmen, die schon in diesem Zusammenhang oft diskutiert worden sind. Das sind ökologische Steuerreformen zum Beispiel, um den Ressourcenverbrauch teurer zu machen. Es wird überlegt werden müssen, ob man Werbung nicht einschränken muss. Steuerliche Absetzbarkeit von Werbeausgaben. Die Städte müssen nicht alle beliebigen Flächen für Werbeflächen zur Verfügung stellen. Also da eine bewusste Politik zur Eingrenzung des Konsums. Eine andere Richtung im Konsum, dass eben stärker Dienstleistungen genutzt werden statt Produkte. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Carsharing, dass wir mehr öffentlichen Konsum haben, sei es ÖPNV, aber auch Kultureinrichtungen, dass wir mehr reparaturfähige Produkte mehr wieder haben, aber auch, und das ist auch ein Bereich, dass wir nicht nur unter Konsum sehen, was wir kaufen, sondern dass wir in den anderen Bereich Lebensstile, auch den Bereich an Gütern sehen, der nicht gekauft wird, sondern den man selber herstellen kann, wie eben Sachen im eigenen Garten, das Handwerkern und dergleichen, dass man in diesen Bereich an Gütern eben nicht nur die Marktgüter einbezieht, sondern auch den Bereich der Eigenversorgung, den man eben auch ausbauen kann, wenn man die Sachen denn auch machen kann, wenn man das nötige Wissen auch hat. Und darauf komme ich nachher. Jetzt gehe ich erstmal zum Arbeitsmarkt nochmal zurück, denn, und jetzt knüpfe ich bei dem Konsum an, wenn es denn so ist, dass wir zu der Einsicht kommen, dass mit dem vielen Konsum verursacht große Probleme, geht zu Lasten der Menschen im Süden, also bin ich ein wenig zurückhaltender in meinem Konsum und außerdem versuche ich Dinge selber zu reparieren und trage die Sachen länger und kaufe nicht viel Tiefkühlkost, sondern versuche selber das Gemüse auf dem Markt zu einem schmackhaften Essen zu machen. Wenn ich das so mache, dann brauche ich weniger Marktgüter, weil ich weniger von den Dingen brauche, wenn ich sie zum Beispiel selber herstelle oder eben länger trage. Von daher ist das ein Anti-Wachstumsprogramm. Dieses hätte dann zur Folge, dass ich eben auch weniger Menschen beschäftigen muss, die diese Produkte herstellen. Also hätte ich Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Ich habe Probleme auf dem Arbeitsmarkt, wenn ich kein Wachstum habe, auch aus einem anderen, noch gravierenderen Grund, weil es nämlich einen technischen Fortschritt gibt, durch den Erfindungsreichtum, der ja zum Glück da ist, sodass dass die gleiche Menge an Gütern und Dienstleistungen im Schnitt jedes Jahr mit 1,5 bis 2% weniger Menschen hergestellt werden kann. Jetzt habe ich die Alternative. Entweder werden diese Menschen arbeitslos, wenn ich weiter nur die gleiche Menge produziere. Deswegen die Argumentation, ich muss mehr Güter produzieren, damit diese Menschen nicht arbeitslos werden. So argumentieren ja auch ganz stark die Gewerkschaften. Oder ich kann mir ja auch vielleicht was Intelligenteres einfallen lassen, wenn ich sage, diese Menge an Gütern und Dienstleistungen ist eigentlich derzeit genug. Wir brauchen eigentlich nicht mehr Straßen und wir brauchen eigentlich auch nicht mehr Autos. Und dann sage, bevor ich nun krampfhaft versuche, mehr zu produzieren mit den entsprechenden ökologischen Schäden, lass uns doch sagen, mit mehr oder weniger dieser Menge an Gütern oder auch etwas weniger, beschäftige ich aber mehr Menschen, indem ich eben die Arbeitszeit anders verteile, indem ich auf eine 20-Stunden-Woche, 30-Stunden-Woche übergehe, indem ich flexible Arbeitszeitmodelle mache. Was aber, und das muss man auch dazu sagen, nicht funktioniert bei vollem Lohnausgleich, sondern ich habe dann weniger Einkommen, wenn ich weniger arbeite, habe aber auf der anderen Seite eben mehr Zeit und diese Zeit brauche ich dann ja auch, wenn ich Güter zum Beispiel eben selber wieder repariere, wenn ich mich tatsächlich um Kinder- und Nachbarschaftshilfe und Ehrenamt kümmern will. Also von daher hängt auch dieses zusammen und es hängt dann auch mit dem nächsten, der Bildung, zusammen. Denn wenn ich mich aus dieser Konsumgesellschaft
verabschieden will und aus dieser Wachstumsgesellschaft verabschieden will, dann hat Bildung eine ganz wichtige Funktion. Bildung auf der einen Seite brauche ich, um das, was ich eben geschildert habe, Selbstversorgung, auch wirklich machen zu können. Denn heute ist in den Schulen all das, was an praktischen Fähigkeiten früher auch mal zum Lehrplan gehörte, ja, entschwunden. Also vom Kochen über handwerkliche Fähigkeiten, das wird ja an der normalen Schule, in Waldorfschulen, ja, aber ansonsten taucht das ja fast nicht mehr auf. Also diese Fähigkeiten brauche ich auch, und das ist dann auch der letzte Punkt, dass dieser Bildungsbegriff um Aspekte des Könnens, der eigenen Lebensgestaltung erweitert werden muss. Und auch eben Lebensgestaltung, Lebenskunst eben auch in die Lehrpläne Eingang finden muss. Und Bildung ist auch deswegen so wichtig, weil wenn diese Konsumorientierung entfällt und Konsum nicht mehr die zentrale sinnstiftende Instanz einer Gesellschaft ist, dann muss diese Lehre, wenn ich eben nicht mehr Shopping als eine wesentliche Freizeitbeschäftigung und das Tragen der entsprechenden Klamotten als eine Selbstverwirklichung sehe, dann muss ich mir andere Dinge einfallen lassen, wie ich ein tätiges, selbstbestimmtes und zufriedenes Leben habe mit weniger Konsum. Und dazu gehört dann auch die Fähigkeit, sehr viel stärker soziale Beziehungen eingehen zu können, mit anderen etwas machen zu können. Denn der Reichtum wird in Zukunft weniger über die Menge der Güter, sondern über die Vielfalt auch an sozialen Beziehungen und soziale Sicherheiten, die mir auch soziale Beziehungen geben werden, gefüllt werden. Von daher brauche ich die Bildung eben auch, um mit weniger Konsum gut leben zu können, brauche die Bildung auch, um mit anderen zusammen Initiativen zu machen, Partizipation machen zu können, Initiativen zu gründen. Auch das sind Dinge, die zur Bildung in einer Postwachstum noch sehr viel stärker gehören werden. Und jetzt gibt es ein ganz schnelles Durchklicken bis ziemlich zum Schluss, wo nochmal Aufbau des, nee, noch eins davor. Nochmal zum Überblick. Ich hatte jetzt so angerissen diese drei Bereiche, Konsum, Arbeitsmarkt, Bildung, und versucht so ein bisschen aufzuzeigen, wie diese Querverbindungen auch sind. Diese Querverbindungen sind dann auch in einem Abschlusskapitel in dem Buch drin. Es ist auch wichtig, und da weise ich dann gerne besonders an Universitäten darauf hin, dass wir noch so eine kleine Forschungslandkarte skizziert haben, um aufzuzeigen, wo sind überall Themenfelder, wo man ganz intensiv sich mit befassen sollte und könnte vielleicht, wenn man eine Diplomarbeit, gibt es das noch, eine Masterarbeit, eine Habilschrift vorhat, statt irgendwelche Arbeiten zu machen, wo man die Literatur nochmal dreimal umwendet, dass man sich diesen Fragestellungen zuwendet, die eben in der Volkswirtschaftslehre bisher im offiziellen Kanon sowieso gar nicht vorkommen. Also die Aufforderung, sich mit diesen Fragen einer Postwachstumsgesellschaft auch zu beschäftigen. Und zum Schluss, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, bei all diesen Themen muss natürlich quer mitgedacht werden, immer auch der Gender-Gesichtspunkt. Denn es bringt nichts, wenn die Bildung dann so aussieht, dass die Männer dann wieder nur die handwerklichen Dinge lernen und die Frauen das Annähen von Knöpfen und dass die Pflegeleistungen dann wieder bei den Frauen bleiben. Also von daher, die Gender-Perspektive muss in allen diesen Bereichen, die umgestaltet werden, immer mit dabei sein. Es muss die kulturelle Dimension immer mit bedacht werden. Und eben die Möglichkeit der Partizipation bei der Umgestaltung dieser Bereiche. Und das letzte Bild ist mir auch noch wichtig, dass man auf die
Webpage ja auch ab und zu mal drauf gucken kann und auch gerne sich an diesem Blog zur Postwachstumsgesellschaft beteiligen kann und dort eifrig mitdiskutieren kann. Aber jetzt ist erstmal die Diskussion hier dran und ich merke, dass ich meine flotte Zusage, dass ich in 30 Minuten das hinkriege, nicht so ganz hingekriegt habe. Aber ich hoffe, dass damit aber der Teil, den wir auch vorgesehen haben mit den Verständnisfragen, dadurch vielleicht ein bisschen reduziert werden konnte.